In riesigen Töpfen wird Essen für die Helfer gekocht. Foto: Lin Pham Getty Images, Chiang Rai, Thailand. Seit 13 Tagen stecken die Fußballer und ihr Trainer schon in der Höhle fest. Vor einer Woche wurden sie gefunden. Mittlerweile ist rund um die Schicksalshöhle ein echtes Camp entstanden. Köche, Krankenschwestern und Übersetzer unterstützen die Rettungskräfte, selbst Friseure sind vor Ort. Sie sind Thai und wir sind Thai, also müssen wir helfen, erklärt Fatana, 48, die Hilfsbereitschaft der vielen Freiwilligen. Sie ist gelernte Schweinezüchterin und wird im Camp als Köchin eingesetzt. Chankiet Norpaket, 72, hilft seit dem ersten Tag vor der Höhle als Friseur. Foto: Jan Langshausen. Michael Hübner Wankai Polsak, 51, koordiniert mit seinen Durchsagen die Helfer. Wenn er nicht spricht, lässt er Musik über die Box laufen. Foto: Jan Langshausen. Michael Hübner Mahlzeit. Fatana, 48, Varaporon, 41, und Parita, 50, kümmern sich um das Essen für die Rettungskräfte. Foto: Jan Langshausen. Michael Hübner. Essen liefert Energie, die Helfer sind unermüdlich im Einsatz. Foto: Jan Langshausen. Michael Hübner. PS: Sind Sie bei Facebook? Werden Sie Fan von Bild.News? Teilen, Twittern, teilen auf Google Plus, per WhatsApp verschicken, per Mail versenden.